Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Kopfhörerkabel richtig und vor allem auch schnell aufwickeln kann, damit sich diese auf gar keinen Fall mehr irgendwie verknoten. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal achte ich darauf, dass mein Kabel auf jeden Fall knotenfrei ist. Ich lege es also am besten mal aus und dann nehme ich mir mal hier meine zwei Kopfhörer am besten einfach in die rechte Hand. Meine linke Hand mache ich hier so auf und dann gebe ich nämlich diese zwei Kopfhörer hier vorne einfach einmal zwischen Zeigefinger und Daumen rein und dann kann ich nämlich auch schon meinen Daumen schließen und das Ganze hier vorne festhalten. Nun muss ich es mit Gefühl mal noch hier um meine durchgestreckten Finger außen rumwickeln, hat einfach den Sinn, da wir natürlich nicht zu fest anziehen möchten, da sonst das Kabel eventuell abknicken könnte und dann hätten wir einen Kabelbruch, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Bei mir sollte es auf jeden Fall passen, denn es ist auch wichtig, dass wir hier am Ende dann noch ein Stück auf jeden Fall übrig haben. Nun kann ich nämlich mit der rechten Hand einmal hier das Kabel einfach runternehmen, natürlich schauen, dass es sich nicht öffnet, sollte immer noch so eine Schlaufe hier sein und danach muss ich einfach darauf schauen, dass ich einmal das Kabel hier in der Mitte etwas zusammennehme, so dass einfach eine 8 hier entsteht. Ich habe also links eine Schlaufe und rechts eine Schlaufe. Und jetzt kann ich einmal hier in der Mitte, wo das Ganze zusammengedrückt ist, das restliche Kabel noch etwas rumwickeln. Das mache ich jetzt einfach 3-4 Mal, bis ich hier wieder noch ein kleines Stückchen übrig habe. Und dieses gebe ich jetzt nämlich einfach mal hier durch meine Schlaufe hindurch und ziehe noch etwas an. Und schon haben wir das Kabel auch schon richtig aufgewickelt. Anfangs schaut es etwas wild aus, doch zum Öffnen muss ich jetzt in der einen Hand einfach mal meine zwei Kopfhörer halten und mit der anderen Hand kann ich jetzt dann nämlich hier diesen Klinkenstecker einfach mal wieder durch meine Schlaufe hier unten durchziehen und wenn ich das habe, einfach mal beide Sachen hier ganz normal anziehen und schon habe ich nämlich mein Kabel auch schon wieder geöffnet und das Ganze ist nicht verknotet. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das wirklich ruckzuck. Wenn du jetzt irgend solche Kopfhörer hier mit Kabel oder auch gleich kabellose zulegen möchtest, dann am besten mal auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung hier unten drunter draufklicken und du kommst nämlich direkt zu den Produkten auf Amazon, wo du einfach eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern hast und das Ganze direkt zu dir nach Hause geliefert wird. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.